Der heiß umkämpft war die Festungsstadt ja schon seit jeher, aber auch bei den Gemeinderatswahlen ist es heiß hergegangen. 8 Listen haben hier um den Einzug in den Gemeinderat gerittert und 6 Kandidaten ins Rennen geschickt. Und klar überzeugen konnte der alte, neue Bürgermeister Martin Grumschnabel. Ja, wieder zum Bürgermeister gewählt. Ich schätze mal, mit dem Ergebnis bist du recht zufrieden. Ja, ich bin sehr erleichtert und mehr als zufrieden. Also es übertrifft unsere Erwartungen natürlich um Hochhäuser. Wir haben schon gehofft, dass wir gewinnen, aber dass wir so gewinnen und im ersten Wahlgang haben wir uns beim besten Willen nicht erwarten dürfen. Bringt das vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung der letzten 6 Jahre mit sich, dass man sagt, man hat ein bisschen mehr Gespür für die Leute, für die Themen, dass man die Wähler überzeugen kann von sich? Wir haben schon versucht, das Volk am Ohr zu haben und wirklich auch für die Leute Politik zu machen. Und ich finde, dass das jetzt gut bestätigt worden ist am heutigen Tag, dass das auch gelungen ist, dass man also nicht ganz an den Menschen vorbei regiert, sondern für die Leute was macht, was ihnen wichtig ist. Ja, das Ergebnis ist zwar offiziell noch nicht bestätigt, aber inoffiziell steht es eben schon fest. Ich nehme an, jetzt geht es ab zum Feiern. Erste Aktion einmal Bier aufschießen. Wie geht es denn dann weiter? Ja, jetzt werden wir erstmal das offizielle Ergebnis verkünden, wenn die Vorzugsstimmen ausgezählt sind. Aber dann haben wir natürlich eine kleine Feier vorbereitet. Das hätte man in jedem Fall gemacht, weil allein, dass der Wahlkampf zu Ende ist und dass wir gut zusammengehalten haben, war uns auf jeden Fall eine Feier wert. Ja, dann viel Spaß beim Feiern noch. Werden wir haben. Wir haben hier auch noch den Hannes Rauch. Hannes Rauch hat es leider nicht gereicht zum Bürgermeister-Sessel. Das große Ziel wäre ja gewesen, die Festungsstadt wieder in ÖVP-Hände zu bringen. Leider nicht gereicht. Ist die Enttäuschung groß? Also zuerst möchte ich mal Martin Grumschnabel und seinem Team zum Wahlerfolg gratulieren. Natürlich freut man sich nicht, wenn man so ein Wahlergebnis hat, aber das ist Demokratie, das gehört dazu. So etwas muss man sportlich nehmen. Die Ausgangssituation war natürlich schwierig. Ich habe Spitzenkandidat, kurzfristig bin ich nominiert worden, aber ja, das ist jetzt so und der Wahlkampf ist vorbei und jetzt geht es halt in die Arbeit im Gemeinderat. Aber nochmal, ich möchte mich für einen fairen Wahlkampf bei allen beteiligen und dem Martin Grumschnabel und den Parteifreien nochmal zum tollen Wahlsieg gratulieren. Ihr Credo war ja vor allem auch das große Netzwerk, das Sie auch von Seiten der ÖVP haben. Jetzt hat aber ausgerechnet ein Parteifreier den Bürgermeisterthron wieder bestiegen, muss man sagen. Tut das weh auch oder ist das eigentlich kein Thema? Ja, grundsätzlich ist es so, wir waren Herausforderer. Es hat mit Martin Grumschnabel am direkten Bürgermeister gegeben. Das ist immer schwer, Herausforderer zu sein. Aber wir haben jetzt unser Bestes gegeben, aber man muss auch klar sagen, es hat nicht gereicht. Ja, jetzt geht es weiter im Gemeinderat, wahrscheinlich auch ein paar Stimmen einbüßen müssen. Haben Sie denn jetzt immer noch Lust auf Kufstein oder ist die Gemeindepolitik jetzt erstmal wieder nicht mehr so spannend? Nein, man tritt ja nicht an, um dann am nächsten Tag auf Wiederschauen zu sagen, dass das schwierig wird, das haben wir gewusst. Und selbstverständlich werde ich mein Gemeinderatsmandat auch annehmen. Hannes Rauch also auch weiterhin im Gemeinderat tätig und wir schauen uns jetzt noch den Walter Dahler von der FPÖ an. Neben mir nun der Walter Dahler, Spitzenkandidat der Freiheitlichen. Sie haben ja laut Tiroler Tageszeitung fix mit einer Stichwahl gerechnet. Jetzt ist es nicht zur Stichwahl gekommen. Ist die Enttäuschung groß? Ja, ich muss dem Martin Grumschnabel gratulieren. Er hat eine gute Wahl geschlagen. Ich bin immer noch Zweiter von den ganzen Herausforderern und das macht mich auch stolz. Aber viel wichtiger ist, dass wir mit der Fraktion fast verdoppelt haben. Und das ist das Wichtige, dass wir für die Bevölkerung den Willen durchsetzen können, dass wir dabei sind. Großes Ziel der FPÖ auf Landesebene war ja die Verdoppelung der Mandate in den einzelnen Gemeinderäten. Hat jetzt in Kufstein nicht gereicht. Wie es ausschaut, sind es 5, werden vielleicht noch 6 werden. Hat man das Ziel nicht erreicht, die Hausaufgaben nicht gemacht? Das Ziel nicht erreicht, das will ich nicht sagen. Ich habe vor 5 Mandaten geredet. Aber der 6. ist um 10 Stimmen knapp verfehlt worden. Es gibt noch die Auszählung von den Wahlkarten. Es könnte immer noch der 6. drin sein. Die eine oder andere Stimme ist also noch drin in Kufstein, bleibt also noch ein bisschen spannend. Fakt ist, aber Martin Grumschnabel hat den Thron der Festung sozusagen wieder fest in der Hand. Und damit gebe ich wieder zurück ins Studio.